Mahlzeit und herzlich willkommen zurück auf Faranga. Ich habe eine Eiskugel in der Hand. Kann es eigentlich sein, dass ich neulich in der Hafenstadt war, ohne mir den Teleportstein dorthin abzuholen? Oder war ich gar nicht dort? Ich weiß gerade schon gar nicht mehr. Aber was ich weiß, ist, dass ich eine Menge von diesen Geschwindigkeitsrollen habe. Und eine von denen werde ich jetzt gleich mal zum Einsatz kommen lassen. Ich werde jetzt Richtung Hafenstadt rennen und dann aber zum Haupttor reingehen. Parallel zu dem Weg zum Haupttor jedoch befindet sich auf einer höheren Felsenebene nochmal ein Weg. Und wenn ich schon in der Richtung unterwegs bin, dann will ich ihn auch gleich säubern. Da gibt es auch nochmal ein bisschen was zu entdecken am Ende. Lasst euch mal überraschen. Und dann kann ich von dort oben im Anschluss schön in die Hafenstadt rein segeln. Vielleicht sogar. Auf jeden Fall aber kann ich dann von der Richtung von oben kommen. So. Aha. Aha. Ein weiterer Rekrut. Die Wachen haben dich eingefangen, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ach ja, ist das so? Dann hast du doch bestimmt einen Hinweis mitbekommen. Oh. Oh, zack. Ja. Ein Hinweis? Was für ein Quatsch. Ein Nachweis eher. Es ist nur sinngemäße Wiedergabe, aber ich finde es einfach so geil, wie der Synchronsprecher das so richtig, wie es richtig atmet. So. Aha, ein weiterer Rekrut. Ja, der labert es nicht einfach nur so runter, sondern der fühlt es richtig. Ey, diese Büsche hier wurden aber auch durch die Mods hinzugefügt. Jetzt weiß ich sicher, dass die vorher nicht da waren. Beziehungsweise, ich weiß auch nicht so sicher, aber ich glaube es halt. Hier liegen ein paar Knochen rum, Gelbbeutel, Kurzbogen. Das hier ist auch eine Möglichkeit, relativ früh im Spiel an einen Bogen zu kommen. So, seht ihr? Das da drüben. Das hier ist der Weg, den ich meine. Und von da, dann, na, zack, schön in die Stadt reinsegeln. Mal schauen, ob dieser Plan gelingen wird, aber ich will es auf jeden Fall versuchen. Ey, diese Felsen, die sehen richtig knackig aus. Richtig gut, richtig appetitlich sogar, will ich reinbeißen. Okay, aber lasst uns bitte nicht, bitte, so, alles wunderbar, aber eine Bitte an euch alle. Lasst uns nicht vergessen, dass sich da hinten auch noch irgendwo eine dicke Donnerechse rumtreibt. Und ja, mein Eisskill ist leider noch nicht weit genug, um die einfrieren zu können, das wird aber noch kommen. Jedoch will ich mal probieren, ob ich mit den Axtringen in der Lage sein werde. Der Mana-Ring. Mit den Axtringen und der Axt. Und da wird ja dann auch ordentlich Schaden im Spiel sein. In der Lage sein werde, der gehörig zuzusetzen. Wollen wir mal sehen. Zur Vorsicht teste ich trotzdem mal, ob ich sie vielleicht schon einfrieren kann. Aber nee, eine Donnerechse ist einfach ein viel zu... Ja. Und viel zu. Ja, ja, Nachteil ist, an der Achse ist so lahm, ne? Und die Donnerachse zieht sich schnell in ihren Panzer zurück. Und mit so einem schnellen Stab wäre ich da deswegen vielleicht besser dran, aber das ist gerade kompletter Quatsch, denn wie wir sehen, ist dieser Schaden genau das, was man in so einer Situation braucht. Glibber, glibber. Die hören nach ein paar Sekunden auf zu glibbern. Mal schauen, ob ich es noch schaffe, sie den Abhang runterglibbern zu lassen. Es war an einem solchen Felsen in Risen, nicht an diesem, aber einem ähnlichen, habe ich gegen einen Ghoul gekämpft. Und irgendwie hat sich, nachdem der Tod war, auch so rumgeglibbert, und eine Terze von dem hat sich an der Felskante verhakt, aber der Rest des Tieres ist runtergefallen, dann wie so ein Gummiseil wurde der 20 Meter lang gezogen. Das war ein sehr lustiger Bug. Bugs sind eigentlich in den meisten Fällen ziemlich lustig, finde ich. Ja, so ein negativ behaftetes Wort, aber was ein Fehler ist, aber es ist was nicht vorgesehenes, aber in den meisten Fällen finde ich sie ziemlich witzig. Das Einzige, was mich nervt, sind Bugs, die Story zerstören. Ich weiß, dass ich gerade hardcore dem entgegenhandel, was ich angedeutet habe zu tun, nämlich, dass ich den anderen Weg lang gehe. Hier mal später so, wenn wir nämlich später nochmal lang gehen, aber ich habe halt diesen einen Keiler da gesehen, den will ich jetzt eigentlich schon noch blätten. Aber den Rest hier mache ich später, wenn ich dann zum Osttempel gehe, dann werde ich an der Ecke hier auch nochmal vorbeikommen. Wo ist er denn? Wo ist denn dieser kleine Keiler, der gerade, ist das der, da ist er. Hi.
Zack. Oh ja. Schade. Ja, da wäre ich. Schau mal, aber ich kann doch jetzt. Dank Ringe kann ich doch Seitwärtsschläge. Hä? Ach, ich habe nicht beide Ringe an. Ich habe gar keinen Axtring an. Moment mal. Ja, eben. Das sind doch gar keine aufgeladenen, die ich hier mache. Das ist nur aufgeladen. Und mit dem hätte ich den Keiler auch platt bekommen. Ich hatte nämlich schon wieder alles umgerüstet auf Stabkampf. Und jetzt mache ich auch im Stabkampf weiter. Hier war ich scheinbar auch noch nicht, denn da hätte ich an dem Keiler vorbei müssen. Es sei denn, der war in Kapitel 1 noch nicht da. So wie sein Bruder da oben am oberen Ende des Weges. Aber ich glaube, der war von Anfang an da. Da habe ich nur eine grobe Erinnerung dran. So, ich weiß sowas. Ich dachte gerade im Augenwinkel, dass da eine Wichtelkappe wäre. Aber ich denke natürlich viel, wenn der Tag lang ist. Also es muss noch nichts heißen. Hier die Gnome habe ich in Kapitel 1 schon geplättet. Ach, ich freue mich auch schon, die ganzen Runen zusammen mit euch abzuziehen. Stachelrädchen. Komm, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich um die auch gleich kümmern. Junge, was sind... Das sind wahrscheinlich nur Überbleibsel von Kapitel 1, oder? Anders kann ich mir nicht vorstellen. Ah, schau mal. Und die sind einfach so schon kaputt. Mit einem. Und solange wie die hier gerade eingefroren bleibt, bleiben später alle möglichen Viecher eingefroren, wenn man Eiskill hört. Ey, ist das nicht geil? Wartet mal ab. Wenn es mir erstmal gelingt, irgendwelche gepanzerten Echsenkrieger, während sie gerade mit dem Schwert voll zuschlagen, einzufrieren. Ey, ganz ehrlich, selbst der gleichgültigste Mensch gerät da ins Schwärmen, wenn er diese Eisskulpturen, die ich bald schon erschaffen werde, erblicken wird mit seinem eigenen Auge. Alles nur dank des Umstands, dass ich meine Erlebnisse hier auf der Vulkaninsel festhalte und mit euch im Internet teile. Ja? So, und jetzt betrete ich erstmal diesen Weg von... Ist das eine Wichtelkappe? Nee, es gibt hier eine Wichtelkappe, aber die habe ich schon gepflückt. Im Gegensatz zu diesem Druidenschirling. Zwei Pilze, aber nur einen davon habe ich gepflückt. So, hier geht es nämlich lang. Ich glaube, dort sind auch schwarze Wölfe. Ne, es sind Gnome, genau. Jetzt erinnere ich mir. Hi. So, seht ihr, wie viel ich den jetzt schon ziehe? Hey, hey. Dem Knochen gerade nochmal ausgewichen. Zack. Dem Buch ebenso. Der schmeißt ja einfach mit Literatur rum. Hey. Was war das denn? Allein das ist schon mehr geil, wie dem jetzt die Eiszapfen von der Backe hängen. Boah. Alter. Oder auch während so eines Jumps einen einzufrieren, so immer eine helle Freude. Boah, da kommt direkt schon mir eine Kanne angeflogen. Hä, was soll das denn? Durch ihn durchzaubern? Sehr gut. Pff, die werden auch immer frecher, die kleinen Bastarde, ey. So nicht. Ich hab gesagt, so nicht. Sehr gut. Na, ich weiß nämlich schon, wie ich da der ganzen Sache ein bisschen Einhalt gebiete. Boah, beinahe die Kante runtergefallen, aber gerade in letzter Sekunde habe ich noch bemerkt, dass da ein bisschen steil runtergeht. So, jetzt machen wir das mal regulär. Wenn die nämlich alle im Schwarm angreifen, dann kann ich das, diesen Style gar nicht so richtig ausleben. So von wegen einfrieren und dann draufklopfen. Weil ich ein Häuptling. Ah, du bist ja ein toller Anführer, Mann. Hast deinen Stamm ganz vorbildlich beschützt, muss ich dir schon mal sagen. Ein kleiner Arschloch-Anführer, der hat gedacht, er dreht sein. Der kleine. Der hat einfach gedacht, er dreht seinem Schwarm, seinem Stamm einfach mal einen Rücken zu, wenn die abgeschlachtet werden. So, ach, ich versteck mich da im Gras, der sieht mich schon nicht. Ne. So ein Verhalten wird zur Rechenschaft gezogen, Mann. Eigentlich hätte ich deinen Stamm auf meine Seite ziehen und eine Motorei starten sollen für die Aktion, ne? Die tun mir leid, die anderen Gnome, die euch dein schlechtes Führungsverhalten jetzt sterben durften. Zack. Kann ich jetzt schwarze Wölfe schon einfrieren? Nee, okay. Versuch was wert. Ja. Müsst ihr zugeben. Ah, Alter, bin ich nie unterwegs. Halt. 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 Das Warenlager darf nicht betreten werden. Ja. Warum darf das Warenlager nicht betreten werden? Diese Waren wurden von der Miliz beschlagnahmt und sind für die Armee des Königs vorgesehen. Ja, okay, Alter, ganz ruhig. Ja. Das ist der Zäste, der Bursche hier. Ey, ja, jetzt reicht's mal langsam. Am Anfang war es ja noch witzig, aber jetzt kann ich nicht mehr so wirklich laut schallend drüber lachen wie am Anfang damals. Ach, schön, diese Blüten sehen aus wie die
blühende Ackerwinde. Eine Pflanze, die jedem Gärtner natürlich ein absoluter Horror ist, denn es reicht ein kleines 1 mm großes Wurzelstück, dass das wieder neu austreibt und die Pflanze sich weiter vermehrt und sie wuchert alles zu. Aber ich finde es eine wunderschöne Pflanze, weil wie so eine Bohne, ist es ja eine Winde und wie so eine Bohne windet die sich quasi an Stangen empor. Und wenn du sie einmal irgendwo im Garten hast, wirst du sie nie wieder los. Aber ich finde sie schön. Es ist eine schöne Pflanze. Ja. Die Frage ist, ja, ob sie wirklich so viel Schaden richtet. Manchmal, wenn sie Pflanzen umschlingt und dann erstickt, vielleicht schon. Aber andererseits geht es da vielleicht auch einfach um die Verzweiflung, der Pflanze nicht Herr werden zu können und dass sie immer wieder austreibt und irgendwo wächst. Aber ob das jetzt was Schlimmes ist oder nicht, ist dann vielleicht nicht immer die erste Frage, die sich der Gärtner stellt. Und bam. Aha, Flinkheit hat in dem Fall den geringen Schaden kompensiert, der dazu führte, dass die Sau, der Keiler, nach dem ersten Hieb noch nicht erlag. Aber wenig später dafür. Boah, knackige Textur hier. Bam, bam. Da sind nochmal ein paar Ratten. Ich denke, die werde ich jetzt nicht direkt mit einmal einfrieren vom Antlitz der Insel tilgen können. Yes. Oh, schade. Das wäre viel geiler gewesen, wenn der gesessen hätte. Aber so geht es natürlich auch. Diese zappeln so. Ich treffe und dann zappeln die so regelrecht rum. Wie eine lebendige Bürste. Stachelratten sind ja auch lebendige Bürsten. Zack. Damit schrubben sich Ogre immer den Rücken, ihren haarigen, speckigen Rücken. So, da hinten sind nochmal ein paar Gnömchen. Und hier oben ist schon die Hafenstadt, da will ich nachher eben genüsslich reinsegeln. Mal schauen, ob es mir gelingt. Boah, okay, das ist kein Feiglingshäuptling, der kämpft jetzt mit. Das ist nicht so wie sein verräterischer Bruder da hinten. Er hat wahrscheinlich diesen Stamm hier verraten. Und zusammen mit anderen Verräter-Gnomen dort hinten seinen eigenen Stamm gegründet. Aber damals wussten natürlich die Gnomen noch nicht, dass auch sie selbst von ihm verraten werden würden. Hey, boah, der Kleine, der blockt aber fleißig. Das hier ist eine andere Sorte Gnomen. Das sind loyale, starke Gnomenkämpfer. Das merke ich sofort. Hey, dieser krasse asoziale Schlag von oben, wo sie so einen kleinen Salto machen. Der hätte mich am Anfang, glaube ich, schon platt gemacht. Aber jetzt hier, ich meine, mit Inquisitionsrüstung und so, alles. Alles kein großer Deal mehr. So gut. Und ich kriege ja immer mehr von diesen Werkzeugbeuteln auch. Wisst ihr, wer sich über die freuen wird? Richtig, Walter. Walter der Schmied. Und wenn ich hier in die Hafenstadt reinsegel, kann es gut sein, dass ich direkt vor seinen Füßen lande. Da würde er nicht blöd gucken. Da würde er nicht schlecht staunen, meine ich. Natürlich würde er blöd gucken. Na gut. Oh, und dann bei Konrad muss ich mir auch gleich ein paar Gewürzebeutel rauslassen. So, hier gab es irgendwo eine Wichtelkappe. Das weiß ich noch ganz genau. Da, die hätte ich beinahe übersehen. Bin ihr Leuchten eigentlich ein bisschen gelber gewöhnt, als es jetzt gerade war. Hier ist eine Minze. Da mache ich mir dann auch nochmal einen Tee bei Zeiten draus. Und rein mit dem Trank. So, das hier ist ein Stollen. Den ich ins. Ah, da wird er schon direkt bewacht. Ah, schau mal, auch hier mit erhobener Sichel eingefroren. Ey, steck den scheiß Knochen weg. Weg mit dem Knochen, weg damit. Ja. Wer nicht hören will, muss fühlen. Hä? Unser Rechtssystem ist einfach, aber effektiv. Wir hauen dir aufs Maul. Auch wenn du Lollis klaust. Hauen wir dir aufs Maul. So, zack, da ist nochmal einer. Und da kommt schon wieder der Häuptling angedackelt. Sehr alter, die Blätter, die einfach ganz frech direkt vor der Kamera runterfallen. Hat mir beinahe die Sicht versperrt hier. Atmosphärisches Feature hin oder her, aber so jetzt nicht. Doch, so geht's. Ich finde das ganz cool. So, zwischendrin auch mal noch eine Pulle rein. Boah, Alter, zum Glück habe ich mir die gerade gegönnt. Überlegt mal, welche Blamage das gewesen wäre. Hier, schreiend mit erhobenem Säbel. Die ganzen Gnomenhäuptlinge, die sind eigentlich total ehrbar. Das war echt mega die Ausnahme da am Anfang vorhin. Ja, Alter, was ist hier? Guck mal. Zäh und klein. Klein, zäh, stämmig.
Ja. Ah, die Gnome sind die Zwerge. Unter den Risen-Kreaturen. Sieben von 15 Werkzeugbeuteln schon. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Hm. Hört er sie? Ich höre sie. Da ist schon wieder einer. Wie rumwackelt die? Die haben immer so eine leichte Nervosität. Ich muss mal, bevor ich alle Gnome auslösche, muss ich mal noch mit einem Nautilus an einen rankrabbeln, um euch zu zeigen, was da so schön an denen ist, was ich da meine. Ich weiß schon, welche Hütte auch von Gnomen belagert wird. Da werde ich, bevor ich die platt mache, werde ich euch da die Gnome erstmal ein bisschen aus der Nähe zeigen, was echt lustige Zeitgenossen sind. Sehr lustig. Ja? Mit unglaublicher Liebe fürs Detail designt. Schau mal, was hier noch. Hier drin, diese Höhlen da. Umgarnt einen echt immer direkt eine völlig andere Atmo. So, den will ich einfrieren, während er in seiner Truhe wühlt. Geil, schaut mal, schaut euch das mal an. Es ist ein bisschen asozial, ja, aber es ist auch extrem lustig in meinen Augen. Boah, nee, was? Back? Oh nein, okay, F9. Ach, schade. Mega schade. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt gespeichert habe. Wahrscheinlich bevor ich in die Höhle reingelaufen bin. Ja, hier, okay. Der da ist schon platt, das ist gut. Der da folgt sogleich. Den friere ich auch nochmal ein, wenn er da rumkramt. Was, da kommt von hinten ein Apfel. Von allen Seiten werde ich hier abgeworfen. Die werfen mich ab. Ja, gelootet wird im Anschluss. Erstmal mache ich alles platt. Da ist auch noch schon wieder ein Häuptling, oder? Ja, ja. Boah, dieser fiese Sprung. Die wissen echt, wie man kämpft, die Kleinen. Da schon wieder. Vor allem der macht diesen Salto, um mir gleichzeitig auch noch mal im Eis auszuweichen. Boah, da muss ich mich echt ganz schön ranhalten. Und da der Truhenbesitzer ist auch auf mich aufmerksam geworden. Ah, ja. Ah, scheiße. Ah, sehr gut. Boah, cool. Mega cool. Ich habe jetzt nur leider nicht die Zeit, das hier aus der Nähe zu bestaunen, weil er hier mir noch das Leben echt schwer macht. Dem werde ich schon zu Leibe rücken, Alter. Ha, sehr gut. So, jetzt schauen wir mal, ob da oben am Ausgang noch einer rumsteht. Ja, klar, ey. Der hält einsam die Wacht. Im Sprung, Ich hab nicht mehr genug. Ach, Scheiße, ich wollte ihn eigentlich im Sprung einfrieren. Wie geil ist das? Wisst ihr, wenn der in der Luft schwebt und dann eingefroren wird? Zu zweit kommen sie jetzt hier, ja? Was ist eigentlich, wenn er gerade ein Buch wirft und ich ihn dann einfriere? Friert das Buch dann mit ein? Willkommen. Ja. Und zack, jawoll. Gut, und jetzt ziehe ich eine Fackel raus und loote alles gründlich durch. Und wisst ihr, was das da unten ist? Das hier ist der Strand vom Anfang. 855 Werkzeugbeutel, sehr schön. Da hat einer seinen Anker verloren. Naja, kommt mal vor von Zeit zu Zeit. Ab und an lässt man auch gerne mal so einen Anker am Wegesrand liegen. Hier ist auch nochmal so ein Bauernkarren, da waren wohl auch irgendwie unterwegs. Und mal wieder eine Witzspruchrolle, das ist sehr gut. Ich glaube, die letzte habe ich neulich mal aufgebraucht, oder? Nee, eine hatte ich noch, dann habe ich noch eine. Sehr gut, muss ich die schon nicht kaufen. Witz, die Spruchrolle werde ich auch mal noch irgendwann finden. Und dann kann ich mir so viel Scheiß erlauben, wie ich will, weil ich ja sowieso alle wieder glückselig hexen kann. Das hier ist eine sehr, sehr schöne Truhe. Boah, mit dem recht komplizierten Schloss hätte ich so eine Truhe nicht zugetraut. Und rechts und links, schade. Rechts, links. Nein, da habe ich gerade schon falsch. Rechts, links, rechts. Alter, ernsthaft? Rechts, links, rechts, links. Links, rechts. Ha, immerhin, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Oder einfach ein Stachel und eine Perle. So langsam muss ich mir, glaube ich, mal ein bisschen... Ein Ring, sehr gut. Ich glaube, so langsam muss ich mir mal Gedanken um das Thema Dietriche machen. 9 Stück, okay, geht noch. Was habe ich denn da für einen Ring gerade gefunden? Wahrscheinlich ein Goldring, oder? Ne, Ring des Duellanten oder Stärke. Dieser Ring gehört dem Fischer Nico. Ne, das ist... Ich glaube, hier Ring des Duellanten. Goldring sehe ich jetzt hier gerade auch nirgends im Inventar.
Alter, hier einfach mit dem Schild rumrennen, alles klar. Ja, das hat, irgendwie so sieht, das sieht, so sieht die Rüstung schon cooler aus mit so einem Schild hinten drauf, finde ich. Mit ich, okay? So. Du vielleicht nicht, ich schon. Vielleicht findest du es aber auch. Zeug hier, den wieder anziehen. Hey, der hat, Walter der Schmied hat diesen Stab hergestellt und es hat sich mega gelohnt, dass ich den abgezogen habe. Der leistet mir schon so lange gute Dienste und ich habe seither noch keinen besseren gefunden. Aber wenn ich gleich mal bei Walters Arbeitgeber mir die Waren zeigen lasse, kann es gut sein, dass ich da vielleicht noch einen besseren Stab finde und den werde ich dann auch kaufen. Aber erstmal hacke ich mir Schönheit zurecht. Gut. Das hat sich gelohnt. So ist es. Und wisst ihr, was das Besondere an dieser Location ist? Nicht nur, dass man hier schön auf den Anfangsstrand blicken kann, nein. Man kann auch einfach auf die andere Seite rüber segeln, genau das mache ich jetzt. Und das da unten, das ist der Weg, den man ganz am Anfang lang geht. Nur, wenn man da unten ist, dann kommt man meist nicht auf die Idee, mal nach oben zu schauen. Aber wenn man das täte, würde man diesen Vorsprung, diesen Felsvorsprung hier sehen. Und so sehen wir auch, wie verschachtelt eigentlich diese ganze Welt ist. Dieser Ort hier. Man nutzt verschiedene Ebenen und somit wird die Welt viel größer, als sie von der eigentlichen so reinen Hektarmessung der 2D-Hektarmessung von oben der Insel eigentlich ist. So. Okay, da habe ich die Levitation. Fackel lasse ich mal. Boah, ich hätte sie gerne da ganz runtergeschmissen. Das wäre cool gewesen, wenn so lange gefallen wäre, aber gut. So, sehr schön, da sind wir. Und hier sind auch schon wieder gleich ein paar Faltern, Krallenfalter, hi. Ja, hä? Immer mal wieder passiert es, dass ich einfach durch Viecher durchschieß. Boah, und der ist auch ziemlich schnell unterwegs. Ein sehr flinker Bursche. Dem rück ich jetzt von hinten auf den Pelz. Und so wird's gemacht. So wird's gemacht. Ja, gib den Viechern ordentlich Saures. Man kann natürlich sich einen Levitationszauber sparen, indem man einfach... Ruhe in Frieden. So ist es, indem man hier schon einen Teleportstein hat und sich wegteleportiert. Ich habe ja schon einen Teleportstein, aber ich will in die Hafenstadt, deswegen mache ich das nicht. Und hier, mittlere magische Heilung, das ist die Rune für einen Heilungszauber. Sehr, sehr geil. Das heißt, die kann ich mir ab jetzt auch selber schreiben. Mithilfe dieser Rune, und das freut mich natürlich extrem. Das Ding hier ist übrigens auch ein Ladebild, was beim Ladebalken immer wieder angezeigt wird. Dieser Steinhaufen hier. Cool. Auch so ein wunderschönes, abgelegenes Versteck. Und von denen gibt es in Risen wirklich haufenweise. Wie Sand am Meer. Und in Risen gibt es auch eine Menge Sand am Meer, was ein Meer Strände gibt. Ja. So, zack. Dann haben wir hier rüber geflogen. Da habe ich jetzt halt schon mal direkt wieder 2 Levitationsspruchrollen rausgehauen. Aber ist mir egal. Nehme ich gerne in Kauf. Warum ist ja logisch? Weil ich da eben geil absahnen kann. Hey, ich habe eine Heilungsrune abgesandt. Dazu auch noch mittlere magische Heilung, also nicht den leichtesten Heilungsspruch. Und so lobe ich mir das. Und jetzt werde ich mal versuchen, meinen Plan, die Stadt rein zu segeln, in die Tat umzusetzen. Boah, auf einmal mega diesig. Die Avatar-Lichtstimmung ist wieder da. Nee, ich glaube, das schon mal versucht zu haben und es ging irgendwie nicht. War, glaube ich, ich bin ja nicht hoch genug dafür. Alles klar. Ich werde es trotzdem versuchen, weil ich es einfach einen sehr reizvollen Gedanken finde. Ha, sehr gut. So will ich die Fackel fallen sehen. Ich muss halt mit dieser Schwebekraft, mit dem gelben Balken, muss ich sehr sparsam umgehen. Ich suche mal die niedrigste Stelle da drüben. Okay, und dann nutze ich mal diesen Vorsprung noch hier, sodass ich tiefer nicht sinken kann. Hätte nicht gedacht, dass ich noch tiefer sinken kann. Sondern... ja. Ja, schauen wir mal, Alter. Ja, es ging gerade so nicht. Gerade so ging es nicht, aber naja. Komm schon, dann will ich mich wenigstens hier so in die Stadt rein scammen. Du machst das schon. So ist es. So, und dann mal bei Konrad. Lass mal die Gewürzbeutel abstauben. Da würde er sich freuen. Und auch mal wieder... Hi, Tun. Was gibt's? Er ist immer noch hier, also sind die Banditen auch noch. Kapitel 2 hier. Ich habe mit William gesprochen. William, der gute Junge. Wie geht es ihm?
Er ist in der Vulkanfestung und trainiert. Keine Sorge, er kann auf sich aufpassen. Naja. Nun hast du von all deinen Söhnen erfahren. Ja, ohne deine Hilfe wäre das nicht gegangen. Ich danke dir. Du bist ein guter Mensch. Ich wünsche dir alles Gute auf deinen Wegen, die du beschreiten wirst. Dankeschön, liebe Tilda. Das wünsche ich dir auch. Hallo. Äpfel geben Stärke. Eier geben auch irgendwas. Nehmen sie mal mit. Eier, wir brauchen Eier. Wein nehme ich auch mal mit. Der ist immer ganz gut zum Tränke brauen. Oh, drei Gewürzbeutel, ist dein fucking Ernst? Drei? Zwiebeln nehme ich dafür mal mit. Was gibt das denn hier? Heilende Wirkung. Ach nee, komm, behalt dein Scheiße. Dieses Echsenschwert, nicht dieses. Edles Schwert. Dieses Echsenschwert werde ich Walter gleich mal zeigen. Piratensäbel, den mag ich auch sehr. Boah, aber ich habe nicht genügend Geschick für. Das ist mal, ich sollte eigentlich mal so einen Jägercharakter spielen, der dann wirklich immer nur so, also die Versuchung ist halt da, auch wirklich immer das zu spielen, was schadenstechnisch am heftigsten reinballert. Ja? Da muss ich mich echt zusammenreißen, dass ich dann auch mal das spiele, was irgendwie andere Reize hat. Hm, na gut. Ja, drei Gewürzbeutel, Walter, das ist halt schon ein Witz. Wegen des Duellanten, so, den verwende ich sowieso nicht. Hier, nimm. Drei Gewürzbeutel. Bisschen mehr wäre geil gewesen. Kartoffle. So, lecker, sehr gut. Was mache ich jetzt richtig? Ich gehe erstmal zu Walter. Schau mal, was ich hier hab. Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Lass mal sehen, ich kenne dieses Material. Das ist Obsidian. Damit habe ich auch schon mal rumgespielt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man daraus auch Schwerter machen kann. Bei meinen Versuchen war der Rohling immer zu spröde und ist beim ersten Hieb zersplittert. Moment mal, siehst du das hier? Ich glaube, das sind Spuren von Gold. Vielleicht ist das die Zutat, die dem Schwert die nötige Biegsamkeit verleiht. Gold ist ja sowas und mega weich. Kann man das überhaupt in irgendwas reinmischen, um Schwert draus zu machen? Reichen dir nicht erstmal 10 Werkzeug... Ach, den Dialog kenne ich noch gar nicht. Reichen dir nicht erstmal 10 Werkzeugbeutel? Ich mache keine halben Sachen. Bring mir 15 Stück, dann kommen wir ins Geschäft, okay? Hm. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber das habe ich auch nie behauptet. Ja, ja, schon gut. Ist ja auch keine halbe Sache, sondern eine Dreiviertelsache. Nee, eine Zweidrittelsache. Worum geht's? Naja, der Klingenstab, den habe ich vor allem schon. Hier, beibringen. Dann kannst du mir also auch Schwerter aus Obsidian schmieden? Mit den richtigen Rohstoffen kann ich dir zumindest Rohlinge machen, die du selber schmieden kannst. Du meinst, du brauchst Obsidian. Und Gold. Ich mache dir einen Vorschlag. Du bringst mir Obsidian und Gold und ich mache dir daraus Schwertrohlinge. Das ist halt das Geile, wenn man als Schwertkämpfer spielt, da hat man auch so geile Sachen wie, dass man sich seine Waffe selbst schmieden kann und so. Das ist halt schon sehr, sehr, sehr reizvoll, muss ich echt sagen. Okay. Mein guter Freund Konrad hier, Alvaro. Zeig mal. Hat vielleicht einen neuen Speer für mich. Speer. Ja, ein Speer schon, aber Stab. Kampfstab. Das ist alles Rapier, Mann, auch cool. Auch cool, aber nicht für mein Playthrough hier. Scharfes Bastardschwert. Was macht man denn da? Und auch hier die Axt. Ich sehe die ganzen Äxte und die Wallung mit der Bock mit einer Axt zu spielen, kommt direkt wieder mal auf. Ich habe es ja schon mal erklärt. Und ich werde auch die beste Axt, die ich kriegen kann, werde ich mir kaufen. 48? 58 kaufe ich mir, weil... Wenn ich immer die aufgeladenen Axtschläge mache in manchen Situationen, dann will ich damit natürlich auch den meisten Schaden raus haben. Die hier sieht zwar echt geiler aus, aber die hier macht mehr Schaden, deswegen nehme ich die. Aber einen besseren Richtstab. Okay, was hat mein Stab? Klingenschaden 50. Nichts geht über diesen Stab, den ich habe. Der ist wohl schon mega overpowered für die Situation, in der ich mich befinde. Boah, scheiße, mein neues Kapitel und ich kann immer noch keinen besseren Stab. Aber ein Helm, okay. Die Helme in Risen sind natürlich nicht die ultimative Augenweide. Die brauche ich ja nicht mehr. Ich brauche keine Obsidian-Rohlinge.
Die Helme in Risen sind nicht die ultimative Augenweide, aber es ist trotzdem ganz cool, dass sie überhaupt gibt. Und die, der geht noch einigermaßen, ist auch ziemlich hässlich, aber es gibt noch einen hässlicheren, und zwar so einen Lederhelm. Das ist einfach eine Kokosnuss, die man sich auf den Kopf pflanzt. Aber in Risen, in Kapitel 3 wird es einen etwas besser aussehenden Helm geben, der vor allem von vorne nochmal besser aussieht. So ein bisschen Sparta-mäßig. Warte mal, ab, seht ihr dann? Und jetzt sah ich mal noch kurz bei Carlos, dem Kommandanten der Hafenstadt, der zuletzt ziemlich sauer auf mich war. Da sah ich jetzt zu guter Letzt noch einen Teleportstein ab. Ach komm. Nee. Ich hab doch keinen Bock, da ewig rumzuversuchen. Ich habe euch ja schon bewiesen, dass man da hochspringen kann. Ich muss nicht nochmal machen. Hi, da bin ich wieder. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Hier, nimm diesen magischen Stein. Er wird dich hierher zurückbringen, wenn du ihn benutzt. Dankeschön. 3 von 14 Teleportstein, immerhin. Teleportstein, Hafenstadt erhalten. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt als erstes mal zu diesem Jäger, also der auch einer der Söhne von Tilda ist. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Und dann rede ich mit dem mal nochmal ordentlich für seine Quest, ja. Weil ich werde für seine Quest sowieso quer über die Welt streifen. Und das ist ganz gut, die erstmal ordentlich angenommen zu haben. Das machen wir beim nächsten Mal. Und dann gehe ich erstmal entweder seiner Quest nach oder ich gehe dann als erstes zum Osttempel. Lasst euch mal überraschen, was da passieren wird. Ja? Und die Quest mit Patty und so steht auch noch an. Also es gibt jede Menge zu tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt gerne einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch. Ciao.